Ah, was ist denn da wieder los? Die Butze brennt, die Butze brennt. Hört auf, diese Scheiße anzuschließen. Nehmt euch einfach einen Feuerlöscher, Kinder, wirklich. Übertreibt's nicht, Mann. Die übertreiben nur die Lage mit Löschen jetzt hier. Hallo, ihr Lieben bei YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Ich roll den Schlauch aus Simulator. Wir löschen heute wieder ein paar Feuer. Ich weiß gar nicht, hatten wir letztes Mal schon... Ich hab die Musik noch an. Ha. Party, Party, Party. Ach, Deichbrand ist ja morgen. Stimmt ja. Ist doch heute schon, ne? Ja, stimmt ja. Unkreativ sagt auch Hallo YouTube. Ja, soweit alles super. Ich kann mich nicht beklagen. Das freut mich zu lesen. Sehr, sehr schön. Ey, Danny, danke schön für deine 2 TikToks. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Hatten wir schon den Waldbrand frei? Ich glaube nicht, ne? Bei denen würde ich direkt machen, auch wenn ich keinen Bock drauf habe. Aber, warte mal, höllische Schlagzeilen könnten wir machen. Und Ziegel brennen nicht. Das sind, glaube ich, beides kleinere Aufträge. Die machen wir ruhig beide mal. Direkt vorweg. Da sind wir jetzt knallhart. Ah, Rafus! Grüß dich! Guten Abend, Rafus! Hallo! Wir nehmen den hier. Der ist besserer. Ich frage mal direkt, geht's morgen weiter? Ist morgen Samstag, Rafus? Frag mir das mal schnell. Haben wir morgen Samstag? Ich muss mal packen gehen. Franzi, mach das. Und weh, du kommst nicht wieder. Dann komme ich morgen zum Deichbrand. Oh, stimmt. So nämlich Rafus. Samstag geht es natürlich weiter. Natürlich geht es Samstag weiter. Jetzt aber erstmal Feuer. Löschen. Ah, das ist um die Ecke. Und die Leute machen. Ich besorge dir ein Bier bis morgen. Oh ja. Bitte ein Astra oder ein Heineken. Wir fahren auch bald zum Festival. Bald geht's los. Ist das hier schon? Ja. Naja, was heißt bald? 4 Wochen noch. Hast du jetzt gewirkt wegen Heineken, Eggy? Zerkratzen Sie sie nicht. Nein, nein, pass auf. Ich bin jetzt schon durcheinander und diese Woche feiern ist. Ich bin jetzt schon durcheinander und die erste Woche Ferien ist noch nicht mal vorüber. Siehst du? Dann geh mal lieber wieder schnell zur Schule. Die findet die vom Fass nicht gut. Von dem 5-6 Liter Fass, was Dings hier mit hatte, Tobi, ne? Das war ekelhaft, fand ich auch, ja. Das war ekelhaft. Was ist in 4 Wochen für ein Festival? Bin dabei. Ein Punk-Festival in Magdeburg. Bei Magdeburg. Und du glaubst nicht, wie oft wir schon gehört haben, bin dabei. Ja, genau. Wie viel? 500 waren es letztes Mal? Ich glaube, jetzt sind es bestimmt nur noch 400 Karten. Hast du schon mal Festival ohne Bier gesehen? Dankeschön für dein Lurk. Und kreativ. Oh, Jungs. Ich muss erst noch wieder reinkommen hier, wa? Yes, sir. Yes, Commander. Yes, Commander. I'm with you, boss. Kekse! Als Moment. Kekse. Als Fahrer schon, okay, das stimmt. Da hast du dann aber auch gelitten. Das Wetter, also da würde ich gar nicht mitmachen. Oh.
Guck mal, die anderen machen schon wieder gar nichts. So. Kann sich die nicht ausdenken, oder? Wirklich. Ich dachte, das war eine einmalige Sache bei Minecraft. Nee, da fängt ja heute schon wieder so an. Ey, Stern dich, Dankeschön für dein Lurk. Ja, das ist nicht teuer. Das ist halt ein Punk-Festival. Aber ich bin erst leider, am Freitag da. Ach ja. Geh mal ruhig im Lurk, ja. Alles gut, Server for Pros. Dankeschön. Die ist ja auch reich. Die haben ein Segelboot. Der hat ein Segelboot. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Mitnehmen und Eindrücke sammeln. Genau. Mitnehmen und Eindrücke sammeln. Könnte auch erst am Freitag. Also die anderen fahren am Mittwoch schon. Die anderen fahren am Mittwoch schon hin. Eigentlich fahren wir immer von Mittwoch bis Sonntag. Die anderen fahren Mittwoch schon hin. Ich kann halt erst Freitag hinfahren. Weil Einschulung haben wir noch Freitag. Mein Sohn wird noch eingeschult Freitag und dann nach der Einschulung sofort los. Also von mir aus ist es nur eine Stunde entfernt. Das ist supi. Da wieder los. Die Butze brennt, die Butze brennt. Hört auf, diese Scheiße anzuschließen. Nehmt euch einfach einen Feuerlöscher, Kinder. Wirklich. Übertreibt's nicht, Mann. Die übertreiben nur die Lage mit Löschen jetzt hier. Das ist nur Scheiß. Bratwurstbude. Oh, ich habe mir keinen Feuerlöscher mitgenommen. Gib mir den. Und hol dir neun. Schön löschen, alles löschen. Und von hier. Na, dreieinhalb Stunden ist auch super. Ist auch tippitoppi. Das ist doch nichts. Wenn du mal bedenkst, wie teuer das Ticket nur ist. Fünf Tankfüllungen! Was fährst du für eine Karre? Kommst du mit dem Segelboot? Ach. Gib mir den. Ich stream mal noch ein bisschen, um die Kosten reinzubekommen. Ja, echt so. Mach Bitsy Festival. Okay, vielleicht hätten sie doch die Schläuche holen sollen, wa? Ich habe das Gefühl, ich krieg's doch nicht gelöscht. Scheiße. Ja, okay, Kinders, rüstet euch aus. Hol mir mal einen Schlauch. Günstiger mit sich, ist günstiger mit sich. Ja, let's go! I'm with you, boss. Lead the way. Wo? Der ist doch noch nie mal eine Hauptversorgung angeschlossen, oder? Ich knall dir eine, wenn der nicht angeschlossen ist. Okay. Wenn ich bis dahin mit dem Schein durch bin, komme ich mit dem Boot. Das wäre schon witzig. Okay, Phantom hat das Feuer unterschätzt.
Nächstes Jahr kommst du mit dem Sägeboot. Aber dann holst du uns alle ab. Musst du hier durch Wolfsburg, durch den Kanal da fahren. Und Danny kommt auch mit. Alle kommen mit. So. Berghang-Panorama. Oh, das ist, glaube ich, das Waldding, ne? Das müsste ich, wenn denn, eigentlich gleich durchziehen, ne? Wenn das ist. Ich weiß es gerade nicht, ob es das ist. Wir starten es einfach mal. Ich würde es schön finden, wenn hier auch so, ich denke, ich habe mich versegelt. Das ist auch gut. Franzi, wo bist du denn, Mensch? Ja, ich habe mich versegelt. Ich bin falsch abgesegelt hier. Hauptsache, segelt sie von der Bühne. Ich würde es schön finden, wenn sie die Nachrichten hier so, die Alarmierung auch zeigen würden. Mit Option zum Überspringen, aber wäre schön. Wäre auch schön, wenn der hinter mir nicht so laut wäre, der Affe. Kriegt man vielleicht eine Errungenschaft, wenn man 100 Unfälle gebaut hat? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit, die müsste ich dann eigentlich bald voll haben. Und dann lesen wir in den Nachrichten. Du bist abgestürzt, hast dich aber retten können und das Segelboot brennt. Vor allem bist du abgestürzt mit dem Segelboot. Alles klar. Alles klar. Oder mach doch, schaffst du es vielleicht noch, ein Heli zu machen bis nächstes Jahr? Dann kommst du mit dem Heli. Das dauert noch deutlich schneller. Ich glaube nicht, dass das. War das der Wald? Ich glaube, nee, der Wald ist doch nicht in der Stadt. Ups. Nö. J. Auf J war's. So. So, wo sind wir hier? Alles klar. Sind wir gleich da? Hab schon so ein paar Szenarien, die mir passieren könnten. Ha, aber Feuerlöschen kann ich. Feuerlöschen kann ich. Da habe ich volle Punktzahl. Echt? Bist du auch so eine Schlauchhälterin? Durst. Wir können auf jeden Fall Durst löschen. Durst. Einheit 1, das ist doch nicht eine. Nee, das ist das nicht. Wo brennt denn das hier? Hä? Nur wenn der Brand entsteht. Ja, ist auch einfacher dann, ja. Okay, da drin ist ein Entstehungsbrand. Kinders, Entstehungsbrand. Bitte einmal ausrüsten. Aber Fatih macht Versorgung. Weil ihr kriegt Versorgung nicht hin. Dann warte ich nämlich hier wieder Stunden, bis Versorgung kommt. Mach dran da, den Lachs. So, hier haben wir, ne? Wo haben wir hier Brecheisen? Kettensäge, Axt, Brecheisen, Kinders. Ich brauch Brecheisen. Brecheisen. Hallo Metallion, grüß dich, Nabend. Wie geht's dir? So, der Orangene ist auf Dry, ne? Der kommt mir mit. Oh, da hinten Brands. Ach ja, war ja auf F. Für Funzel. Hier, die Dry bitte mal hier.
Und ich hol die hier. Und ihr könnt schon mal löschen hier. Ihr braucht mir nicht hinterher rennen. Wie so zwei kleine Äffchen. Mann, wäre dann so gegen... Da. Freitag dann. Also am 19. Am 19. August. Abends 19.30 Uhr, 20 Uhr. Tja, da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt, du. Alter, Frechheit, ey, so ein Affe. Legt ihr mir den einfach... Strom abschalten, sehr gut. Den kann sich er hier auch ausrüsten. Ist der jetzt drin oder draußen? Wir gucken erstmal draußen. Super, heute alle PCs, Laptops und Konsolen gereinigt. Echt eine Masse an Arbeit. Aber macht Bock, oder? Ich finde, sowas macht Bock. Ey, Vaneta! Ich will immer bei dir sein. Hey, Apo, danke schön. Danke für deinen Schlauch. Kannst du gleich einen neuen holen? Achso. Vanetachen, wie geht es dir? Geht es dir gut? Und danke bei TikTok für die Likes. 2248. Vielen, vielen Dank. Na, ich beruhige dich. Schlimm nur, dass das sogar fremde Laptops... Okay, das ist denn doof. Ja, das macht denn keinen Spaß. Seinen eigenen Laptop, seine eigenen Sachen zu reinigen, macht dann schon ein bisschen mehr Spaß. Sei nur, dass er vergeht. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich bist du so ein guter Mensch und hast es umsonst gemacht. Wo ist denn der andere jetzt? Der kann sich mal hier mit zugesellen. Ich sehe nichts. So, jetzt aber. Den pack mal. Den pack mal. Franzi. Geht so, wie geht es dir? Mir geht soweit gut. Vanetachen, bei mir ist soweit alles okay. Geht so? Bist du wieder müde? Oder kränklich? Waren halt die von Sachen von der Firma, die ich für die Arbeit brauche und natürlich habe ich. Ja, natürlich, okay, den geht. Den geht. Mein PC muss ich auch mal reinigen. Wieder. Hey, Shrimpy! Schrimp hat Nachschub geholt an dir. Sehr gut. Nee, er hatte 5 Stunden Besuch. Ja gut, kann ja 5 Stunden Besuch sein, der in Ordnung ist, ne? Aber wahrscheinlich war es 5 Stunden Besuch, den du gar nicht wolltest. So wie ich dich kenne. Richtig, und jetzt bist auf dem Fernseher. Oh nein. Bin ich wieder riesengroß. Oh wei, oh wei. So, Stück für Stück nehmen wir uns der Sache hier an. Ups, Salah. Wasser.
Ah, saubere Kiste, Jungs. Saubere Kiste, habt ihr gut gemacht. Ich spritze mal aus dem Fenster, weil es so gut war. Gut, machen sie ja in Wirklichkeit auch, ne? Um den Rauch rauszukriegen. In Wirklichkeit, am Ende wird ja dann auch aus dem Fenster rausgespritzt. Naja, er war geplant, hat aber meine Süßigkeiten aufgefressen und fast meine ganze Latte leer gesoffen. Alter, was? Okay, bei Süßigkeiten hört der Spaß auf. Das ist richtig. Fahrzeit schnell, Missionszeit schnell. Herausforderungsbonus. Haha, Kinders, hä? Also ich mal richtig angucken lassen beim Feuerwehrsimulator, wa? So, anscheinend müssen wir jetzt aber nochmal einen anderen Auftrag nehmen, den wir schon mal hatten. Da nehmen wir aber wieder einen Kleen. Weil... wegen besser. was waren das hier? Ziegel brennt nicht, ne? Der war doch eigentlich gar nicht so schlecht. Höllische Schlagzeilen? Ja, komm, machen wir höllische Schlagzeilen nochmal. Ist ja Ritze. Komm, fahren wir mit dem T-Rex hin. Hauen wir mal richtig auf die Kacke. Bei mir eher beim Koffein. Ja, da gucke ich eigentlich schon immer, dass ich da genügend habe. Also Kaffee ist bei mir eigentlich selten leer. Ups. Kann schon mal vorkommen, dass es eng wird mit dem Kaffee, ja. Das ist ein ganz guter Auftrag. Gibt, glaube ich, 500, ne? Er ist auch um die Ecke und geht relativ zügig. Raus! Warum war? Ich weiß nur nicht, wo hier die Schläuche wieder sind. Stahlrohr. Gut, das brauchen wir auch. Kreissäge nicht. Brecheisen. Feuerlöscher. Das ist der Schlauch. Oh, wo hatten wir den? Hier, ne? Versorgungsschlauch. Oh, leg das ab. So, Feuerlöscher. Ernsthaft. Frech, ey. Lass mal den Schlauch da liegen. Weg. Gib mir den Schlauch. Wer ist das? Hol den neuen. Ich hab noch Kaffee, aber die Sache von Tassimo. Okay, das stimmt. Die sind nicht billig. Ja, die kosten schon echt viel. Und wie 8 Plätze da drin? Oder wie viel? 8, glaube ich, ne? Und kostet das 4 Euro oder so, ne? 4, 5 Euro. Plätze 5,79, ja. Das ist schon echt teuer. Du trinkst nur Latte Macchiato? Aneta, oder trinkst du auch so normal Kaffee mal zu Hause? Ja, da muss man im Angebot definitiv auf jeden Fall zuschlagen, ne? Hat denn jetzt, ich war gestern auch total out of order, ne? Ich war gestern bei Rewe, wollte die mir den Gönnergy kaufen. Ups. Den gab's doch gestern noch gar nicht. Den gibt's doch erst heute. Hat den von euch denn schon einer geholt, den Gönnergy? Tankstellenwerkstatt Trümmer. Regale der Hölle. Okay, Tankwerkstatt, das sagt mir gerade nichts. Schauen wir uns mal an. Regal der Hölle. Okay. Relativ großer Auftrag, wie es aussieht.
Und wo soll das Tankstellen-Dings sein? Ich wollte den heute kaufen, aber in unserem Rewe gab es den noch nicht. Ja, also ich war vorhin bei Real. Da gibt es den, glaube ich, ja noch nicht, ne? Nur, glaube ich, bei Kaufland und Rewe, ne? Erstmal, ne? Hä, wo ist ein anderer Auftrag hin? Also möchtest du den gar nicht probieren, Italien. Nur Rewe Kaufland, okay. Hä? Komisch. Wo ist denn hier Tankstellentrümmer? Da. Machen wir den mal zuerst. Ich kann mich da gleich mal dran erinnern. Aber wir haben hier um die Ecke einen privaten geführten Rewe mit eigenen Regeln. Unser Boss hat heute endlich die Plakate bekommen. Nach zwei Seitenmängeln. Wie euer Bus hat heute Plakate bekommen. Was? Wie was? Alter, voll weit, Mann. Voll die riesen Wache eigentlich. Unit 1 to dispatch. We are on route to the scene. Dispatch to Unit 1. Copy that. Acknowledged. Ach, Plakette, Plakat. Oh Mann. Okay. Zwei Seiten Mängel. Alter, was waren da für Mängel? Das war bestimmt richtig teuer dann, oder? Ach, wir machen mal Blaulicht an. Er ist voll weit, Mann, für so einen Scheiß. Werde ich wahrscheinlich. Ist ja auch ein Abklatsch von Red Bull. Weit mit Kokosnuss im Sortiment. Und da habe ich einfach Angst. Jetzt ist mir das Zeug weg und Monte wird eigentlich nicht supportet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das kostet ja 1,49, ne? Das ist schon günstig, kann man sagen. Also das ist schon für ein Influencer-Produkt ist das schon echt günstig. 1,49. Und dann einen halben Liter, das ist schon. Ist schon vollkommen in Ordnung, finde ich. Preislich. Und irgendwie weniger Zucker oder zuckerfrei, keine Ahnung. Und vegan, ne? Insgesamt 1400. Zero, genau, ja. 1,99 hast du gesehen? Also er hat in seiner Story gesagt 1,49. Da. Genau, also 40 plus Fun, ja. Ja, wenn ich mir so überlege, wie teuer ist ein normaler Red Bull, so eine kleine Dose? 1,29 so eine kleine Dose? Also, wie gesagt, Monte hatte gesagt gehabt, die kosten im Laden den 1,49. In den Regalen. Ich zahle für den 28 Black und das ist eine kleine Dose, 1,50 €. Ich habe das Gefühl, das ist der teuerste Energy irgendwie. Den ich so jetzt bislang selbst getrunken habe. Regulär die kleine 1,19, das ist schon. Aber gut, wie gesagt, ich zahle 1,49 und heute war ich ja woanders einkaufen und da kostet der sogar 1,59. Der 28 Black. Gerade geguckt. Red Bull right bei Lidl. Aber Red Bull trinke ich zum Beispiel gar nichts von. Also ganz normal, die Classic mag ich auch gar nicht.
Hat halt einen eigenen Geschmack, ne? Wenn ich Energy trinke, ist es eigentlich nur 28 Black oder mal ein Effekt. Oder E-Power, das ist, der wurde von einem TikToker gemacht, E-Power. Das ist auch in Ordnung. Eine kleine Dose, 99 Cent. Aber den muss man relativ zügig trinken. Der hat nach einer halben Stunde schon null Kohlensäure drin. Null. Da ist nichts mehr drin. In Kohlensäure. Monster zum Beispiel mag ich gar nicht. Monster, da gehe ich. Also ich. Na, hatte ich ja mal gesagt gehabt, ich mag am liebsten Energy Drinks Classic. Und ich trinke ja auch nicht so sonderlich viel Energy, ne? Aber wenn, dann soll es Classic sein. Ganz normaler. Außerhalb von 28 Black, da nehme ich auch gerne mal den. Akashi oder wie der heißt und den Sauerkirsch. Die schmecken auch ganz gut, aber ansonsten Classic. Ich hatte gestern tatsächlich, muss ich sagen, gestern hatte ich Red Bull. Gestern hatte ich Red Bull, Erdbeer mit Aprikose, weiß ich jetzt gerade nicht. Muss mich mal einer verbessern, falls ich falsch liege. Der erste Schock war lecker, dann aber nicht mehr irgendwie. Copy that. I'll do a 360 check. Welche, die sind gar nicht eine. Ja, ab kann, ja. Einzige Influencer-Getränk, was bei mir gibt, ist der Monster mit besser Energy. Aber wie gesagt, Monster ist gar nicht so. Habe ich mal probiert, ja, aber irgendwie. Weiß ich, 4-5 Sorten habe ich mal probiert. Hat mir gar keiner geschmeckt von. Okay, Boss. 360 check complete. Wie viel haust du denn weg am Tag, Shrimp? Ach, warte mal, wir haben ja nur den, ne? Wir brauchen Feuerlöscher. Andere Seite. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Commander. Die abgestandene Fanta. I've got your back, boss. I've got your back, boss. I've got your back. Zwischen 0 und 3? Liter oder Dosen? Red Bull Aprikose Erdbeer. Schmeckt für mich nach Fruchtsäuregeschmack, den ich. Wie, ja, genau. Genau, den hatte ich gestern gehabt. Erster Schluck war lecker und dann aber nicht mehr. Null bis drei Dosen. Also, na gut, am Tag, ja. Ich trinke vielleicht, wenn es hochkommt, drei Dosen die Woche. Aber ich hatte auch eine Zeit lang jeden Tag. Aber auch nur eine Dose am Tag, ne? Das wurde eigentlich immer das Höchste gewesen, eine Dose. Aber aktuell sind es vielleicht drei Dosen. Die Woche. Manchmal ist auch eine Woche dabei, da ist es vielleicht nur einer. Kommt immer drauf an. Meistens trinke ich halt hier die Limo, die ich hier immer habe, oder? Hey, Horst, viel Spaß dir bei Farmers Life, Mann. Viel Spaß dir, Horst. Ja, oder die Spezi. Das trinke ich halt am liebsten. Aber hatte Vaneta nicht auch, hatte Vaneta nicht auch viele Energy getrunken? Von Red Bull trinke ich, wenn Kaktus feige, von Monster nur das Grüne. Von 28 Black nur Kai. Monster, 28 Black hat ja noch diese Hanf, Limette, die mag ich alle nicht so. Die mag ich alle nicht so. Und ich war ja heute einkaufen gewesen und habe in dem Laden auch endlich mal hier, Kirsche gefunden, eine Sauerkirsche, was ich ja sonst immer nur in der Tankstelle finde. Ja, aber 10 Cent teurer als da, wo ich sie sonst gekauft habe. Aber ich kriege trotzdem nirgendwo, im Laden 28 Black Classic. Die kriegst du wirklich ganz selten. Die finde ich aktuell nur in der Tankstelle. Ja, müssen wir hier rein, wa? Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall was Großes.